Eine Ruine der Überwachung. Der Teufelsberg in Berlin. Während des Kalten Krieges die wichtigste Abhörstation der Amerikaner in Europa. Oh Jesus, ja. Das ist ja richtig schwer. 3 Tonnen. Ich habe gehört, Sie haben hier aktiv gearbeitet. Ja, 16 Jahre lang. Dienstgrad von mir war First Class Lieutenant, also erster führender Offizier. Der Historiker Josef Foschepoth beschäftigt sich seit Jahren mit der Überwachung Deutschlands. Die NSA-Affäre hat ihn wenig überrascht, denn sie steht in einer jahrzehntelangen Tradition. Man kann diese NSA-Affäre eigentlich nur verstehen, wenn man sie nicht als singuläres Ereignis begreift, sondern als einen jetzt erreichten Höhepunkt einer über 60-jährigen Geschichte der Überwachung. Bis 1992 arbeiteten in der sogenannten Field Station auf dem Teufelsberg bis zu 1500 Briten und Amerikaner im Dreischichtsystem rund um die Uhr. Und der Eindruck, den sie hatten, war sicherlich, dass es hier sich um sehr moderne Technik handelt. Wir waren also im zivilen Bereich, was ja heute immer noch gang und gäbe ist, 30 Jahre voraus. Aufnahmen aus der aktiven Zeit der Abhörstation gibt es so gut wie nicht. Bilder der Bauarbeiten, zufällig eingefangen von ein paar schnellen Kameraschwenks in einem ZDF-Film über das bunte Leben auf dem Teufelsberg Anfang der 70er. Gedanken über das, was auf dem Teufelsberg genau vor sich geht, machte sich niemand. Vor 40 Jahren war die Empfindlichkeit nicht so hoch. Dann wusste man, es gibt Dinge, die nicht angenehm sind, aber die sind nötig. Und vielleicht sind solche Sachen, mindestens zum Teil, sind sie immer noch nötig. Der Amerikaner Christopher McLaren hat in den 70ern als Abhörspezialist für den amerikanischen Militärgeheimdienst auf dem Teufelsberg gearbeitet. Damals hatten wir den Spruch, also in Gott vertrauen wir, alle anderen hören wir ab. Und vielleicht stimmt das ja auch. Christopher McLaren ist immer noch Geheimnisträger. 40 Jahre ist das alles her. Ob vom Teufelsberg auch der Westen belauscht wurde, das will er uns nicht sagen. Die Frage ist immer, wie geht man mit Alliierten, mit Freunden um? Wie tief muss man graben, um sicher zu sein? Und man muss wissen, bei Sicherheitsleuten, die nehmen ihren Job sehr, sehr ernst. Auch Gotthold Schramm und Klaus Eichner waren solche Sicherheitsleute. Nur auf der anderen Seite, in der DDR. Stell dir mal vor, die Bundeskanzlerin wurde auch abgehört. Ja, das ist eine ganz schlimme Sache. So was macht man doch nicht unter Freunden. Wie dumm sich Politiker und auch nicht wenige Journalisten stellen. Ach, was sie alles neu erkennen und so weiter. Die sollten mal in ihre Archive gucken. Also es ist insgesamt viel Heuchelei dabei. In Gosen, südlich von Berlin, unterhielt der DDR-Auslandsgeheimdienst HVA eine Agentenschule und seine Abhöreinrichtungen gen Westen. Seit den 80ern hatte die HVA einen Spion in der NSA, James W. Hall. Der spielte der DDR tausende streng geheimer Unterlagen zu. Darunter die National SIGINT Requirement List, in der die weltweiten Spionageinteressen der Amerikaner aufgelistet waren. Die für die Bundesrepublik füllten 35 Seiten. Das Problem ist ganz einfach, dass mit diesem Dokument auch heute noch nachweisbar wäre, wenn man es denn noch hätte, wie Freund und Feind von den Amerikanern ausgespäht werden sollte und ausgespäht wurde auch. Doch dank der damals von Joachim Gauck geführten Stasi-Unterlagenbehörde gibt es die NSA-Akten nicht mehr. Gaucks Mitarbeiter Hans-Jörg Geiger, später wurde er Chef des Bundesnachrichtendienstes, gab 20 laufende Meter Akten an das Bundesinnenministerium heraus. Das schickte eigens bewaffnete Einheiten des Bundesgrenzschutzes zum Aktenabtransport. Darunter war auch jene National SIGINT Requirement List. Sie trug die höchste Geheimhaltungsstufe, Top Secret Umbra. Sie wurde gar von Hand zu Hand an den Innenminister übergeben. Der leitete die Akten 1992 dann ungesichtet an die Amerikaner weiter.
Geblieben sind allein die geschwärzten Übergabeprotokolle jener Akten, die hätten zeigen können, dass die Bundesrepublik bereits Jahrzehnte vor Snowden ein Überwachungsziel der Amerikaner war und die Bundesregierung davon wusste. Wenn Anfragen gestellt wurden hinsichtlich der Geheimdienste oder der Überwachungsmaßnahmen, hat jede Bundesregierung das abgewiegelt mit dem Argument, hier handelt es sich um Geheimhaltungspflicht und hier handelt es sich um Staatsgeheimnisse. Und diese Staatsgeheimnisse müssen von beiden Seiten respektiert werden. Deshalb keine Antwort. Und dieses System, das ist jetzt aufgebrochen. Und das ist die große Chance dieser Affäre, die wir im Moment durchleben. Die Field Station auf dem Teufelsberg ist Geschichte. Das große Radar zur Überwachung der Telekommunikation bauten die Amerikaner nach 30 Jahren ab. Die Abhörspezialisten lauschen nun von anderer Stelle weiter. Der Vorwurf, die amerikanischen Stellen hätten deutsche Bundesbehörden oder Botschaften ausgespäht oder verwanzt, lässt sich mit keinerlei Hinweis oder Erkenntnissen belegen. Mir selber ist nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Wird der Bundestag die Chance zur Aufklärung nutzen? Dafür wird man sich auch mit der eigenen Geschichte neu auseinandersetzen müssen, sagt Josef Foschebrot. Und damit, dass man die Überwachung durch die Alliierten viel zu stillschweigend akzeptiert hat.